Herzlich willkommen zu Reisen, Reisen, der Podcast. Heute mit einer ganz, ganz speziellen Folge, Jochen. Genau, Michael. Hallo auch von mir. Wir waren auf Tour bis kürzlich und sind durch ganz Deutschland gereist und hatten eine wundervolle Zeit und möchten uns bedanken mit einer Folge, die natürlich wie immer eine Reisen-Reisen-Folge ist, nämlich ein Ort wird von uns beleuchtet, Malaysia, wie ihr alle wisst. Aber wir haben diese Folge live vor Publikum aufgezeichnet, was sehr spannend für uns war und sehr schön geworden ist. Und das wird der Inhalt der Folge, die gleich beginnt. Live aus Berlin, Malaysia. Aber wir wollten euch noch zwei Sachen mitteilen. Einmal, wir sind so geflasht von dieser Tour. Wir hatten so viele nette Gespräche, so viele nette Auftritte. Es war fast überall ausverkauft, dass wir gesagt haben, 2020 gehen wir wieder auf Tour. Wir sind gerade am Basteln der Tournee. Also wir trauen uns auch zu neuen Orten, besuchen vielleicht alte wieder. Auf Instagram, auf Facebook halten wir euch da auf dem Laufenden. Das zum einen. Aber es gibt jetzt schon vor Weihnachten haben wir noch was für euch, wenn ihr vielleicht noch ein Geschenk sucht. Denn im Februar, am 26. Februar, Aschermittwoch, haben wir noch einen ganz speziellen Auftritt am 26. in der Kulturkirche in Nippes in Köln. Und zwar zusammen mit Jürgen Domian. Genau, ein Reisen-Reisens-Special. Wir haben damals eine Folge mit Jürgen gemacht, Jürgen Domian zu Lappland und seiner Zeit dort zum Alleinereisen und so weiter. Und das war so spannend, einmal über die Region was zu hören in Skandinavien, zum anderen aber auch, was Domian erzählt hat über das Alleinereisen, über Spiritualität auf Reisen und was uns dazu auch noch alles einfällt. Es gibt noch ganz andere Orte außer Lappland, wie zum Beispiel Japan, aber auch Orte in Afrika, Südamerika und so weiter. Spiritualität und Reisen, Sinnsuche, all das, was ich ehrlich gesagt, dem kann ich mich auch nicht ganz verschließen, yeah. Ist so spannend. Und Jürgen fand die Folge auch so toll und hat so Bock, dass wir gesagt haben, wir buchen die Kölner Kultur hier einen sehr feierlichen, wunderschönen Ort und sehr schönen Rahmen, um dann eine ganz besondere Show halt einmal zu machen am 26.02. Und wir hoffen, ihr seid dabei. Tickets ab sofort bei allen Vorverkaufsstellen. Das wird ein grandioser Abend, glaube ich, mit Jürgen, weil wir alle total Bock haben und es wird auch wieder ein Abend, wo ihr mitmachen könnt, Fragen stellen könnt. Also wir sind on fire, 26. Februar 2020. Und vielleicht werde ich sogar erleuchtet, Michael. Also ich glaube, also ich bringe Feuerzeug mit. Ich verspreche mir tatsächlich Erkenntnis davon. Reisen und Erkenntnis und Zen und so, das ist schon alles sehr, sehr spannend. Jetzt aber genug der Vorrede. Wir träumen uns jetzt nach Malaysia mit euch zusammen live aus Berlin. Es war ein ganz toller Abend und wir freuen uns, dass ihr jetzt alle dabei sein könnt, wenn wir auf der Bühne in Malaysia, nicht in Malaysia, sondern in Berlin über Malaysia abspacken. Habt eine schöne Zeit und genießt diesen Podcast. Genau, und Gruß an alle anderen Städte, wo wir auch waren. Es war auch bei euch sehr toll und wir hören uns bald und viel Spaß. Borneo, Malaysia, Südseeaffen und so weiter. Viel Spaß, bis gleich. Zack, Showtime. Tschüss. Reisen, Reisen. Der Podcast mit Jochen Schliemann und Michael Dietz. Live aus der Urania in Berlin. Yeah. Sehr, sehr freundlich. Sehr, sehr freundlich. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ihr zu Hause seht das nicht, wie die Leute hier abgehen. Wir haben sie ekstatisch. Ekstatisch. Wir haben sie eine Stunde lang gequält und bearbeitet. Die freuen sich jetzt einfach, dass was anderes passiert. Michi hat schon nichts mehr an vor Ekstase. Jochen ist wie immer. Ja. Wir sind auf der Tour, auf der Reisen-Reisen-Tour 2019. Vielleicht gibt es nächstes Jahr wieder eine. Wir wissen es nicht. Nur um das zeitlich einzuordnen. Und wir machen einen Live-Podcast auf der Bühne in der Urania und sitzen auf der Bühne vor ganz vielen netten Menschen, die wir schon kennengelernt haben, die aber noch nicht wissen, wie ihr zu Hause, wo dieser Podcast hingeht heute. Ja. Lieber Jochen, mein Freund Jochen, willst du das große Geheimnis lüften? Es geht nach Malaysia. Große Freude im Saal. Ja. Es fliegen BHs auf die Bühne, glaube ich, gerade. Es ging ein Raunen, das man fast nicht hörte, durch den Gleissaal, den Altehrwürdigen. Notizblöcke wurden gezückt. Jetzt kommen Infos, die kann ich nie mehr nachhören. Malaysia, Südostasien, liebe Freunde. Wie ihr seht, Malaysia hat sozusagen zwei Seiten oder zumindest zwei Teile. Und wir haben diese zwei Teile, also Malaysia hat verschiedene Vorteile für uns und dann auch für euch, das werdet ihr noch merken, weil Malaysia ist ein Land, quasi ein super Einsteigerland für Asien
um so ein bisschen Leitabenteuer zu haben auf dem Festland. Ihr seht Malaysia, wir haben für euch zu Hause, wir haben so ein bisschen, holt euch einen Atlas raus oder macht Google Maps auf. Wir haben eine Malaysia-Karte an die Wand geworfen und wir sehen Malaysia, das Festland, der eine Teil Malaysias ist so ein bisschen gesandwiched in Singapur im Süden und im Norden ist Thailand, das ist der eine Teil von Malaysia, so ein bisschen so der leichtere Teil, das Festland. Und dann gibt es so ein bisschen Advanced Malaysia. Genau, auf der anderen Seite sozusagen, Seite, im Osten. Ja, rechts, der Geograf spricht gerade mit euch. Gibt es Borneo. Borneo ist die drittgrößte Insel der Welt und teilt sich auf unter Brunei, kleiner Staat im Norden. Und im Süden, der größte Teil der Insel, wird von Indonesien beansprucht. Und Malaysia liegt da drüber, sozusagen auch im Norden Borneos und im Norden. Ja. Und dieser Teil Malaysias ist ganz anders. Und zu dem kommen wir gleich, weil das ist so ein bisschen für Fortgeschrittene, sowohl was das Erlebnis Dschungel und Natur angeht. Und ich glaube, dass die Hälfte, mit der wir anfangen, die du jetzt mehr besuchst hast als ich, also nicht nur zum Teil, Festland Malaysia, einfach eines der perfekten Länder ist, um das erste Mal in seinem Leben vielleicht mal ein bisschen rauszukommen. Also nicht total rauszukommen, aber wirklich eine andere Kultur halt so einzutauchen. Südostasien halt super Einsteigerkontinent, war tatsächlich der erste fremde Kontinent, auf dem ich war. Und hat mein Herz nie verlassen und Malaysia ist eine Möglichkeit anzufangen mit so etwas. Es gibt ja so, der Klassiker ist so Thailand und Malaysia so ähnlich, aber ohne die, ich sag mal, ohne die große Party. Es ist ein, ist ein muslimisches Land, Staatsreligion, aber, und das klingt immer so ein bisschen seltsam, aber wie wir das erlebt haben beide, Malaysia ist so ein sehr pulsierender Vielvölkerstaat. Du hast Malaien, also die indigenen Menschen, die da leben und dazu kommt 40% Chinesen, Inder und das Ganze, was so, wenn man dort ankommt, man kriegt so einen kleinen Kulturschock, aber so einen sehr, sehr positiven, das merkt man, wenn man in Kuala Lumpur meistens ankommt, die Hauptstadt. Die größte Stadt. Dort leben, und das seit Jahrzehnten und Jahrhunderten, leben halt Religionen nicht nebeneinander, sondern miteinander. Also Muslime, Buddhisten, Christen, Hindus leben dort. Also man sieht das sofort in Kuala Lumpur. Es gibt eigene Viertel, aber trotzdem leben sie miteinander. Und es ist nicht ungewöhnlich, wenn man durch diese Stadt läuft. Und das hat mich sofort geflasht. Man läuft so ein bisschen durch die Stadt. Kuala Lumpur ist nicht so groß wie Bangkok zum Beispiel. Es ist jetzt nicht so eine riesige Metropole, es ist übersichtlicher. Ja, Bangkok ist fast chaotisch. Also das ist nett gemeint. Bangkok ist ja, ich mag Bangkok sehr. Oder ich auch. War da jetzt nicht in meinem Leben sehr oft, aber ich habe es sehr genossen. Also es ist ein wunderschöner Kulturschock und hat so was Chaotisches. Und das hatte ich in Kuala Lumpur. Ich bin auf dem Weg nach Borneo und Kuala Lumpur gestoppt ein paar Tage und hatte da nicht den Eindruck. Also ja. Es wirkte alles ein bisschen organisierter. Und du läufst durch diese Stadt so am ersten Tag und es kann dir einfach gut passieren, dass du durch so ein Viertel läufst und da ist gerade ein Hindu-Tempel und die feiern dort gerade ein Fest und bewerfen sich mit Farbe. Und du läufst 100 Meter weiter, da steht eine katholische Kirche. Und dann läufst du in so eine Shopping-Mall rein oder in so eine Shopping-Street und da ist eine Frau im Kopftuch, die ist mit ihren zwei chinesischen Freundinnen unterwegs, die in Hotpants da rumlaufen. Also das ist ein normales Bild von Malaysia und Kuala Lumpur. Und das hat mich sofort gefangen. Und dazu kommt, dass wenn man als Europäer dort ankommt, Kuala Lumpur ist eine unfassbar moderne Stadt, schon der Flughafen. Du hast es, glaube ich, futuristisch genannt. Schon mal. So ein bisschen, ne? Ja. Also so, es wirkt sehr, sehr und es modern. Modern und das kennt man. Wir werfen mal die Petronas Towers an die Wand. Das ist ja so das Wahrzeichen von Kuala Lumpur. Das waren die größten Gebäude der Welt. Es waren die größten Gebäude mal, aber dann kam irgendjemand in Dubai mal auf die Idee, wir brauchen noch so ein größeres Ding. Total sinnvoll. Ja, ich finde das immer so weltweit, ist ja, wer hat so das größte Ding da stehen? Ja. Und die betteln sich da. Das hat damals so dieser malaysische Ölkonzern halt gebaut. Kann man von halten, was man will, aber diese Petronas Towers sind natürlich beeindruckend und man sieht die natürlich von überall, wenn man in Kuala Lumpur ist. Es ist eine sehr, sehr moderne Stadt.
mit allen Annehmlichkeiten, die man halt so kennt. Also gerade wenn man halt so ein bisschen diesen Kulturschock hat und es ist heiß, es ist eine hohe Luftfeuchtigkeit und man kann sich da so ein bisschen zurückziehen. Was so ein bisschen strange ist, was ich auch nicht so auf dem Schirm hatte, Kuala Lumpur ist so modern und die Malaien, die shoppen sehr, sehr gerne. Also du kannst quasi im Flughafen in eine Shopping Mall reinlaufen und kannst komplett Kuala Lumpur in Shopping Malls Kuala Lumpur durch Shopping Malls laufen. Also du kriegst alles halt und da alles klimatisiert und du bist dann wieder so in einer ganz eigenen fremden Welt. Ich habe ich war ja nicht so lange da, was ich tatsächlich, das war die Stadt. Ich bin ja nicht so ein Rooftop Bar Typ und habe ich mache das nicht so oft und irgendwie also reizt mich jetzt nicht so, wenn man dann irgendwie 82 Euro für einen Drink ausgibt für einen guten Blick so. Da habe ich es dann doch mal gemacht und das ist so eine Rooftop-Bar. Das ist ein Klischee, aber das war irgendwie, passte irgendwie. Ich hatte irgendwie Bock in dem Moment auf so eine moderne Stadt runter zu gucken und irgendwie auch so ein bisschen so, also eben, ja, also es passte irgendwie. Es ist manchmal wie im Film und ich bin jetzt auch nicht der Rooftop-Bar-Mensch, war dort, aber ich habe einen Tipp bekommen und das ist wirklich der Hammer. Es gibt das Manara KH Hotel. So ist ein schicker Bunker. Also das ist Manara, so ein Laden, den du noch nie gesehen hast. Manara, ne? Klar. Von innen. Ne? Wir wissen ja, wie Jochen so reist. Und das ist wirklich so, die haben auf dem Dach einen Helikopterlandeplatz. 34 Stockwerke, oben kannst du schön mit dem Heli einchecken. Ne? Landest in KL, so als Tipp, nehmt euch einen Heli und landet da. Aber nur bis 18 Uhr. Also wenn er nachkommt, müsst ihr auch schön mit dem Elektrozug oder Monorail halt reinfahren. Aber sonst könnt ihr mit dem Helikopter fliegen. Nur bis 18 Uhr, weil dann bauen die da oben auf diesem Helikopterlandeplatz eine Rooftop-Bar auf. Aber halt jetzt nicht so diese Schickimicki, sondern die bauen halt so Tische, Stühle einfach schnell hin, so auch ein bisschen mit Plastik, sieht so ein bisschen entspannt und relaxed aus. Machen so ein paar Lämpchen an, ein paar Kerzen. Das auf dem Haar? Oder was? Auf dem Haar, wo der Heli normal landet. Was den großen Vorteil hat, es gibt kein Geländer. 34. Stock, es gibt halt kein Geländer. Nein. Du kannst ja nicht da irgendwie Beine baumeln. Es gibt schon ein paar Leute, die aufpassen, dass da keiner Anlauf nimmt oder wie du einmal sagst, ich lass mal die Beine baumeln. Also, ja, gut, die passen auch, dass keiner Anlauf. Wenn da Fußball mal wegrollt oder so beim Spielen. Wer spielt in der Rooftop-Bar Fußball? Ich finde es einfach komisch. Ich frage für einen Freund. Ja, ist schon gut. Ja. Für Gunther, ne? Ja, für Gunther. Er spielt in der Rooftop-Bar. Ja. Schon klar, Alter. Nein, da sind schon ein paar Leute, die aufpassen. Aber es ist halt, wer mal so auf so einer Bar, auf so einem Rooftop halt war, der guckt natürlich meistens durch so ein Plexiglas oder durch Scheiben oder... Ein Zaun. Man kann ja auch einfach mal einen Zaun dahin. Oder ein Zaun oder ein Gatter. Ein Gatter. Ja. Ja. Ja, Zaun. Ich versuche mich in deine Welt reinzufinden. Ja, schwierig. Naja, aber das ist wirklich... Das ist sehr schwierig. Aber was natürlich nicht da ist, ich unterbreche dich zum achten Mal, ist ja ein Dach wahrscheinlich. Das ist schon geil. Du bist wirklich Open Air dann. Ja, aber Wind ist ja natürlich auch ein Thema auf der Höhe, oder nicht? Ja, also wenn da irgendwie, so kam ich auf den Fußball, den es natürlich nicht gibt. Aber Wind, Wetter, da ist ja, man ist den Elementen ausgesetzt praktisch. Ja. Das stimmt, auch da, aber es gibt genug Leute, wenn es da, also Malaysia, so wettertechnisch ist das spannend, das kann man sehr schnell... Das Wetter sich ändern und da passen die schon auf und dann gibt es Alarm und da gehen alle runter. Also Safety First, auch in Malaysia. Es ist ein sehr, sehr sicheres Land, sehr modernes Land. Also Infrastruktur komplett, also touristische auch, perfekt, ist 1A. Und du kannst aber in Kuala Lumpur, also diese verschiedenen Viertel, Chinatown haben natürlich auch das indische Viertel, was toll ist, um so ein bisschen von diesem modernen, futuristischen wegzugehen, die haben tolle Märkte, Foodmärkte, also wo du so abends, das ist halt überall in Asien toll und da nochmal speziell dann in Kuala Lumpur, es gibt diese Märkte, diese Night Markets, da drüber zu gehen, da zu essen, das ist toll und einzukaufen, also wer gern shoppt, also ob das jetzt teures Zeug ist oder normales Zeug oder wer eine gefakte Rolex möchte, kriegt die dort, ne, für einen guten Preis. Ich war da mal, habe an so Uhren geguckt und da lagen halt so, ja, ich trage keine Uhren, sorry, der Witz funktioniert nicht.
Und hab so auf diese Uhren geguckt und da kam halt so ein Händler und sagt, ja, Rolex, ja, it's real. Und, so, mm-hmm. Ja, und was kann die Uhr denn? Ne? Und er sagte halt, it works 24 hours. Ich hab's schon stark. Ja, stark. Also, ich hab's nicht gekauft. Also wer Nippes kaufen will, Souvenirs oder so, ist auf diesen Night Markets, ist super. Essen. Jochen will essen. Essen. Kuala Lumpur, nur mal so ganz kurz, dann gehen wir auch aus Kuala Lumpur raus, weil ich habe einen besseren Essensplatz, eine bessere Essensstadt als Kuala Lumpur. Also Kuala Lumpur auch so ein bisschen Fine Dining, ne, wer so gern so Sterne-Restaurants hat, das ist aber normalerweise in Europa sehr teuer. Das gibt es in Malaysia auch, aber viel, viel günstiger. Also wer es mal romantisch seine Lebensabschnittsgefährtin mal mitnimmt. Partnerin. Der und mal ausführen möchte oder die Partnerin führt den Typen aus, das kann man da sehr, sehr gut machen. Aber so richtig so einen Essensflash hatte ich auf Penang. Das ist eine Insel im Norden. Es gibt wirklich sehr viele malaiische Inseln, Trauminseln. Es gibt so eine Ferieninsel Langkawi, das hat man vielleicht mal gehört. Da ist auch schon viel so Pauschaltourismus da. Ist wunderschön, wenn man das möchte. Okay. Ich fand Penang super, weil auf Penang ist Georgetown. Und Georgetown, vom Namen her, klingt jetzt nicht erstmal so malaiisch. Das ist auch richtig so. Georgetown haben die Engländer gegründet, es war ein Handelsposten der Engländer. Und die Engländer waren als erstes da und dann kamen Menschen aus der ganzen Welt dorthin, Händler aus der ganzen Welt, Japaner, Chinesen, Armenier, alle kamen nach Georgetown über die Jahrhunderte. Und das hat diese Stadt, ich komme gleich zum Essen. Das hat ist diese, ja praktisch, also wenn die da alle hingekommen sind. Ja, da kriegt man schon mal so eine Idee. Ja, das kann so. Ja nur nach vorne losgehen. Ja, und die haben diese Stadt geprägt, auch die verschiedenen Viertel wieder geprägt. So, du hast so ein kleines, die Altstadt ist mittlerweile Weltkulturerbe, seit 2008 oder 2009. Der Vorteil dieser Stadt war, dass es irgendwann mal so 2-3 malaiische Herrscher gab, die, warum auch immer, ich habe es nicht recherchiert, muss ich mal machen, die haben verboten zu renovieren. Diese Stadt zu renovieren, was natürlich den Vorteil hat, dass da nichts kaputt renoviert wurde in der Altstadt und die erst vor 20, 30 Jahren angefangen haben, diese ganzen alten Gebäude halt wieder herzurichten. Und du läufst durch diese Stadt, hast diese weißen Kolonialbauten, Palmen, das ist direkt am Meer, hast dann die chinesischen Viertel, diese alten chinesischen Handelshäuser, die so über, die, ne, die gehen übers Eck, über Kurven, da ist unten überall Bars drin, Cafés drin, Essen drin. Oben ist dann so der zweite Stock mit so kleinen Balkonen und wo so Teestuben sind. Du hast das indische Viertel, was wieder so alles ganz eng ist und pulsiert. Überall hast du Geschäfte, wo Bollywood-Musik rauskommt. Und du läufst durch diese Stadt und hast diese ganzen verschiedenen Kosmen, diese verschiedenen Kosmen der Welt da. Und jetzt kommen wir zum Essen. Ja, ich hab's hier. Komm zum Essen jetzt. Ja, ist gut. Street Food. Das ist da in Georgetown. Auf der Straße essen. Das ist erst, weil man denkt, auf der Straße essen, was hole ich mir da? Ne? Kriege ich da Durchfall? Was passiert mir in Asien? Wir versuchen immer, die Leute ja zu ermutigen, geht in Asien, esst dort am Streetfood, da wo auch die Malaien, wo die Einheimischen essen. Das Problem in Asien ist einfach auch das Wasser. Unsere europäischen Mägen vertragen einfach auch das Wasser nicht. Deshalb ist immer so der Tipp, esst halt keinen Salat. Das ist zwar abends der Cocktail mit den Eiswürfeln ist cool, aber guckt, wo diese Eiswürfel herkommen. Weil das ist das Ding, wo man dann halt krank wird. Aber alles, was da durchgekocht ist und diese verschiedenen Gerichte, die da auf der Straße gibt, man kann sich halt wunderbar durch komplett Asien durchprobieren, in kleinen Schälchen. Man kriegt das alles erklärt und man muss nicht ein großes Essen machen, wie wir Deutsche das ja gern machen, sondern du kannst da mal probieren. Diese Streetfood-Markets gibt es ja hier, Gebäude in Berlin. Ich glaube Halle 9 oder Gebäude 9 in Kreuzberg, wo man sich überall so ein bisschen durchprobieren kann. Und das ist in Asien erfunden worden und Geil. Das ist einfach in Georgetown am tollsten, weil die Atmosphäre dazu auch stimmt. Weil diese tolle alte Stadt und das Essen und die Atmosphäre, da ist es nicht ganz so heiß wie im Süden, Kuala Lumpur. Also wenn Malaysia, würde ich immer sagen, Georgetown auf jeden Fall. Zwei Sachen, die mir dazu einfallen. Erstens, ich will da hin. zweitens, was Essen angeht, weil du gesagt hast, Asien, in Indien sollte man jetzt nicht am ersten Tag auf der Straße essen. Also einfach nur so, als etwa, ich habe da eher in Hotels dann erst angefangen, weil einfach da durch die Art des Essens oder was auch immer halt, also da würde ich jetzt nicht am bodenständigsten Essensstand auf der Straße essen. Ich habe das gelesen. Das andere ist, Penang ist doch das Curry. Genau. Ja. Penang Curry. Oh.
Das ist schon geil. Ich habe tatsächlich mal so einen Kochkurs gemacht. Das war in Kuala Lumpur. Die Köchin war allerdings die Chinesin, aber die schon lange in Kuala Lumpur lebte. Und ich habe Curry gemacht. Und es gibt ja diese Pasten zu kaufen, die ich auch gern mal benutze zu Hause. Ich weiß jetzt auch warum, weil diese Paste, Alter, ich habe mich da echt so einen Orbit gemörsert über Stunden. Hat so einen Tennisarm danach. Ja, genau. Es war echt, Alter. Da musste das noch angeröstet werden und das. Da waren ja alle schon 38 Zutaten, so, damit es überhaupt zu der Paste kam. Es schmeckte richtig geil, aber es waren halt irgendwie gefühlt 80 Grad. Ich habe dann und dann halt was Scharfes gegessen. Ne? Also es war irgendwie, ging so halb, aber es war halt gutes Essen. Aber es ist auf jeden Fall ein großer Aufwand. Deepes Respekt für Currypaste. Ja, Penang Curry, also dieses eher muslimische Curry. Also man kennt die Currys ja von Thais und das hat nochmal so einen anderen Spin einfach. Und was ich nicht wusste damals, als ich erstmal da war, die machen ja viel mit Kartoffeln einfach. Also Curry und Kartoffeln, wo wir als Deutsche immer denken, wir können alles an der Kartoffel. Ne? Wir sind die Kartoffeln. An der Kartoffel. Kannst du alles. Ey. Ja. Bist du mal an der Kartoffel morgens, so, stehst auf, fährst du auf, erstmal eine Stunde an die Kartoffel. Michi? Ja, an der Kartoffel, wird mein erstes Buch heißen, glaube ich. Ne, aber das ist, in diesem Curry sind halt Kartoffeln drin und sie haben auch verschiedene Kartoffeln. Die Kartoffeln schmecken anders und sie bereiten die anders zu. Und das ist so, du hast so Disco-Mund, das ist so eine andere Geschmacksexplosion einfach. Und deshalb diese Currys probieren und die sind auch überall in Malaysia, auch wenn es Penang-Curry heißt, weil es da auf dieser Insel erfunden wurde. Keine Ahnung, das wissen die wahrscheinlich selbst nicht, aber es heißt ja Penang Curry und diese Currys gibt es halt in unterschiedlichen Regionen Malaysias und sie haben natürlich, wie auch in Deutschland, so einen eigenen Spin und deshalb, man kann sich durch dieses Land fantastisch durchfuttern. Und um Penang zu verlassen, das wird dich freuen, wenn wir beim Essen sind, Jochen ist ja Fan, ich bin ja so, vielleicht hab ich es mal gesagt, ich mag ja Pudding sehr gerne. Ja, habe ich gehört, Um den Ball aufzunehmen, Jochen pflegt ja die vierte Mahlzeit. Also wenn man mit Jochen auch unterwegs ist, ich habe das ja erlebt, wir waren ja zusammen auf Norderney. Für Jochen sind drei Mahlzeiten nicht genug. Jeden Tag gibt es irgendwo einen Rast mit Kuchen und Kaffee. Der feine Herr. Habe ich jetzt im Frühherbst des Lebens, muss ich gestehen, dass ich das zu schätzen weiß. Also eine Mahlzeit, die ja praktisch nur sich um Genuss dreht. Und ja. Sich Zeit nehmen für sich. Ja. Da kann man viele tolle Sachen erleben. Ich halte das für eine der größten kulinarischen Errungenschaften. So. Ja. Und da gehst du, mein Freund, ja, in Malaysia nicht leer aus. Und das ist so das Überraschende. Die vierte Mahlzeit gibt es auch in Malaysia. Sie ist nur ein bisschen anders. Ich habe eben gesagt, die Engländer waren da und die lassen ja gern auch mal was da. Nicht immer nur Gutes, aber sie haben die Tea Time dagelassen in Malaysia. Und Scones. Oh. Ne, du kriegst überall... Oh, jetzt habe ich ihn. Scones sind toll. Jetzt habe ich den Jochen. Ne? Nicht so süß, aber halt süß. Ja, und man kann Erdbeermarmelade dazu essen, die auch in Malaysia angebaut wird und da auch gemacht wird. Ist geil. Ist geil, ne? Mach weiter. Ja, ich mach weiter. Mach! Und das Scones- und Erdbeermarmeladenzentrum sind die Cameron Highlands. Und die Cameron Highlands sind quasi, ich nehme mal deinen Fachjargon, in der Mitte des Landes. Ja, da gibt's ein Gebirge, da geht es so 1600, 2000 Meter hoch und die Malaien fahren da sehr gerne selbst hin. Es ist klar, dass die Engländer dorthin sind, weil Malaysia ist sehr heiß und da ist es kühl. Da ist das ganze Jahr eher kühl, dann sind es dann so 20, 25 Grad. Du hast eine andere Luft, es ist sehr entspannt und da gibt es überall in diesem Teeanbaugebiet, ich erzähle gleich, wenn man da hinfährt, das ist der Hammer. Und in diesem Teeanbaugebiet, was die Engländer da kultiviert hatten, was es immer noch ist, und da gibt es überall Tanarata, also die Bezirkshauptstadt. Das ist jetzt kein touristischer Geheimtipp, sag ich mal. Das ist sehr touristisch. Aber da gibt es halt tatsächlich, du sitzt dann halt im Dschungel zwischen Teeplantagen und trinkst einen Tee, isst Scones mit Erdbeermarmelade, die auch dort, die Erdbeeren wachsen dort auch, aber vor allem wächst da halt Tee. Und die Fahrt in die Cameron Highlands, ich habe es mit dem Bus gemacht, ich habe gesagt, Infrastruktur, Malaysia ist ein super Busland. 5-Sterne-Busse, du hast Platz, da können wir zwei mit unseren langen Kreten, können es da hinlegen zum Schlafen. Super Bussystem, es gibt für jede Preisklasse Busse. Man kann auch sehr gut mit Mietwagen durch Malaysia fahren, ne, weil die Infrastruktur so gut ist, weil es so entspannt ist. Es gibt, das klingt immer so komisch, wenn man das sagt, es gibt deutsche Autobahnen. Okay. Es gibt wirklich deutsche Autobahnen. Also deutsche Firmen haben dieses komplette Land mit Autobahnen. Wenn man die Augen so ein bisschen zumacht und fährt auf einer malaysischen Autobahn, denkst du manchmal, du bist im Schwarzwald. Du machst ja die Augen nicht auf der Autobahn zu, Meister.
Vielleicht war ich mal Beifahrer, Jochen. Ja, ja. Und Gunther ist gefahren. Der Gunther ist gefahren. Vorrecht. Aber das Ding ist, wenn du dann in diese Camera... Rechts. Wer hat gesprochen? Nicht links. Wenn du mit diesem Bus oder Mietwagen diese Serpentinen da hochfährst, also in dieses Hochgebirge rein, gehen irgendwann, da hast du schon so ein Urwald, so ein Bergdschungel, ja. Und irgendwann gehen so Terrassen auf und da sind halt diese Teeanbaugebiete. Und die sind halt so auf Terrassen angelegt. Das sind Blicke, da gehen wirklich so Täler auf, wo auf einmal so Übersprünge sind mit Terrassen. Und was man natürlich auch nicht weiß, ist, dass es da verschiedene Teesorten gibt. Und diese Teepflanzen, das sind ja wie so Hecken. Und die je nach Sorte haben die auch so verschiedene, so kleine grüne Blätter. Und die haben auch verschiedene Arten von Grün. Ne? Also du fährst da durch und überall schimmert, wenn die Sonne da drauf geht, überall hast du ein anderes Grün ins Gelbliche rein. Das ist ein Farbenspiel, was man halt gar nicht erwartet. Und deshalb Cameron Highlands finde ich, auch wenn es jetzt kein Geheimtipp ist, ist ein absolutes Go, auch mal um klimatisch sich ein bisschen abzulenken. Oder wie du, Jochen, dann halt jeden Tag sich... Scones reinzuballern mit Erdbeermarmelade, weil es dort halt auch Erdbeerfelder gibt. Da gibt es auch so Erdbeerfarmen und da wollen die auch immer hinbringen. Das sieht aber auch aus wie zu Hause. Wenn man da eine Tour macht, Teefelder einmal machen, da durchlaufen, gucken, wie die Tee ernten und so, das macht Spaß. Und da gibt es halt auch Dschungel. Also man kann dann auch Dschungeltouren machen, die so ein bisschen, ich nenne es jetzt, klingt so blöd, aber so ein bisschen Anfängerdschungel. Wenn man da noch nie war, kann man halt mal so Dschungeltouren machen, wo man so 2-3 Stunden halt mal einfach mal da reingeht. Und es macht aber Sinn, weil ich habe nie gedacht, dass ein Dschungel so laut ist. Wenn man das erste Mal so richtig tief in den Dschungel reingeht, das surrt. Du hast Geräusche, es summt. Ne? Ja, nachts, also, ne? Auch. Oh. Krass, ne? Also ich habe eine Nacht im Dschungel verbracht. Also ich war in der Nacht da, ich habe keine Sekunde geschlafen. Ja, ne? Echt? Ich kann dann super schlafen, das ist echt, das ist wahnsinnig laut. Du kannst da schlafen? Ja, schon. Ich kann allerdings überall schlafen. Okay. Das Problem hatte ich nie, aber ich kann da sehr gut schlafen. Ich finde aber, der Sound vom Dschungel nachts ist schon toll. Boah, das ist... Was da so kreucht und fleucht, ja. Wie man so schön sagt, ist schon beeindruckend. Und wenn man es da light haben möchte, kann man das schon mal machen. Ich war damals, als ich erstmal da war, wir waren 4 Jungs und wir dachten, nein, wir machen keine Anfängertour. Wir sind Abenteurer. Wir wollen richtig in den Dschungel. Und da sind wir zu so einem Tourguide, das war so ein Inder, und der grinste einfach nur und so, okay, ich bringe euch in den Dschungel. Und er hatte so ein Pickup und fuhr in den Dschungel rein, bis es halt nicht mehr ging, machte den Truck auf, holte eine Machete raus und dann sind wir in den Bergdschungel gelaufen. Natürlich 1A wieder vorbereitet, ja. Flipflops. Yo. Bergdschungel, Malaysia, es ist laut, Tiere, alles Mögliche, ne? Nichts mit hier, ne? Outfits und Hut und alles Mögliche, wir da reingelaufen. Der Typ hat sich kaputt gelacht über uns. Ne? Flipflops ist aber echt wenig. Flipflops ist hart. Und es gab so eine Situation, da kamen wir dann echt an die Grenzen, ne? Wenn du nur so ein T-Shirt anhast, kurze Hose und Flipflops. Und da sagte er so irgendwie so, ich werde das nie vergessen, er hatte die ganze Zeit so gegrinst, er hat sich so kaputt gelacht innerlich, war aber total freundlich oder so. Und es ist ja zu Recht kaputt gelacht. Und irgendwann sagte er, wir standen ja so an so einem Hügel und er sagte, look up, look up. Und wir guckten hoch und wir standen unter einem Spinnennetz. In diesem Spinnennetz hingen Vögel. So eingewickelt oder was? Also da hingen Vögel. Dieses Spinnennetz, das war 20, 30 Quadratmeter groß. In Berlin, in Kreuzberg, zahlst du da 350.000 Euro für die Größe mittlerweile. Ein riesen Spinnennetz. Und er so, and look there, over there, they are the spiders. Und das willst du eigentlich nicht sehen, wenn du in Flipflops und T-Shirt da stehst. Handteller große Spinnen, die Ätzen, halt so, Alter. Die halt, also das kann man da auch erleben, aber es gibt die Light-Tour. Also wenn der hat uns richtig gegeben. Aber Cameron Highlands, großartig. Man kann das auch wirklich light machen, ohne diese Erfahrung. Man braucht auch nicht für alles einen Survival-Kick für 4.000 Euro. Ne? Das braucht man auch nicht. Aber Flipflop ist keine gute Idee. Nee, klingt. Sag noch mal einen Strand. Und dann, Ich habe noch, wir haben die ganze Zeit auf die Petronas Towers geguckt. Ich zeige noch einen Strand. Ja. So. Ja. Geht, ne? Das ist einfach malaysischer Strand. Das ist Norderney, meine ich. Weißt du noch? Ja, weißt du noch, ja. Auf Norderney. Nein, das ist so ein malaysischer Strand. Deshalb man kennt so Malediven, man kennt Thailand. Malaysia hat das alles. Es gibt verschiedene Inseln. Es gibt Inseln, die sind total basic. Ich habe eben schon mal Langkawi getroppt. Das ist wie so eine Ferieninsel mit Ressorts und alles. Meine Lieblingsinsel ist Tioman.
Tioman liegt im Osten. Und man fährt von Kuala Lumpur zum Beispiel oder auch von Cameron Highlands, kann man da hinfahren, man muss nach Mersing und dann kann man mit dem, entweder mit einer Fähre oder die ganz harten, wie wir es damals gemacht haben, sind mit dem Speedboot rüber, fahrt mit der Fähre, ey. Die geben echt Gas. Und das Tolle ist an Tioman, du fährst auf diese Insel zu, so diese Fährfahrt ist schon toll, du siehst dann erstmal das Festland und dann liegt halt in diesem Meer liegt eine gigantisch große grüne Schildkröte. Also das sieht so aus. Du hast einfach so einen großen grünen Hügel, der in diesem Meer liegt. Das ist völlig surreal. Es sieht halt aus, wie als würde da eine große Schildkröte schwimmen. Und diese Insel ist so toll, weil sie für jeden was hat. In Malaysia kommst du dort an und es gibt verschiedene Bereiche auf der Insel, verschiedene Strände an der Westküste. Es gibt da auch so ein bisschen Partystrand, ne? Es ist zwar ein muslimisches Land, aber da gibt es natürlich auch Partystrände. Es gibt ganz ruhige Strände und einen will ich aber noch nennen. Und zwar, natürlich, man muss ein bisschen, Abenteuer muss dazu. Auf der anderen Seite gibt es den Juara Beach von Tioman. Da gibt es auch so eine Schotterpiste hin oder so eine betonierte Piste, da kann man sich auch hinfahren lassen. Die habt ihr bestimmt nicht genommen. Nein, wir sind gelaufen. Es ist ein toller Wanderweg. Wie weit ist es? 7 Kilometer. Oh. Man kann auch sein Gepäck sich hinfahren lassen und dann laufen. Mit festen Schuhen, nicht in Flipflops wie wir. Es ist wunderschön, weil, muss ich Tioman vorstellen, jeder Strand, es ist ein ganz flacher Strand, der sieht ungefähr so aus. Und dann hast du überall so ein bisschen Hütten, ein bisschen Basic und dann geht direkt hinten dran der Dschungel los, so ein Bergdschungel, so ein richtig saftig grüner Bergdschungel. Wenn du da morgens aufwachst, hörst du das Meer rauschen und hinten hörst du die Affen und auch wieder den Dschungel. Und das ist wunderschön. Das ist schön. Also wenn du morgens oder abends da einschläfst, ist es traumhaft schön. Und dann läufst du quasi, um zu Juara Beach zu kommen, läufst du quasi diesen Bergdschungel hoch. Und das ist jetzt auch kein gefährlicher Dschungel, das ist auch ausgeschildert, das findet jeder. Und dann gibt es noch einen Wasserfall, der heißt Alias Waterfall. Da kann man auch ein bisschen reinspringen und dann ein paar Kilometer weiter kommt Juara Beach. Und das ist nochmal so ein bisschen so Backpacker-mäßig. Da gibt es ja nicht so viele Restaurants und das kann ich nur empfehlen als Beach, der jetzt noch nicht so ganz so überlaufen ist und den ich wunderschön fand. Wenn ich diese Palme so sehe, da kann man, also so als richtiger Instagrammer müsstest du dich da so rauflegen, ne? Also das ist so eine klassische Palme, wo man dann so liegt und da unterschreibt so don't live your dream, nee, dream your life, live your dreams oder so. Ja, don't live your dream, ich mit der Thai-Hose da oben. Ja, genau. Ja. So, weißt du, so, einfach so eine Message da aus, so eine Lebensphilosophie unterbringen, ja. So schön. Also es ist, man kann schöne Instagram-Bilder machen, aber ja, das... Hast du nicht gemacht? Habe ich, also da, als ich das allererste Mal da war, gab es Instagram noch nicht. Ja. Und als ich das zweite Mal habe ich auch viele Bilder gemacht und da gab es auch schon Digitalkamera, das ist noch gar nicht so lange her. Ich bin jetzt nicht so der Typ, der... Du kommst ja eher über Inhalte. Ne? Ich komm nicht so vom Körperlichen her. Und wenn ich sage, meine ich wir, Jochen. ich bin jetzt nicht so der Strandtyp. Aber das, was ich eben gesagt habe, ich finde am Strand sein, ich bin jetzt nicht jemand, der gern am Strand liegt. Ich laufe da so ein bisschen gern. Aber ich finde am Strand abends sitzen und auf so einer Veranda oder in einer Hütte sitzen und so ein bisschen... Ja, also wenn die Sonne untergeht oder die Sonne aufgeht und so, das finde ich schon sehr, sehr schön. Da kommt so schlagartig auf einmal so was Romantisches immer auf, was ich aber gar nicht ausbreiten will, weil die Schublade machen wir jetzt nicht auf. Nö, reichen ein paar Puddingteilchen und dann machst du es sehr gemütlich. Danke, Jo. Borneo, wir kommen jetzt zu der anderen Hälfte Malaysias. Wie kommt man da gut hin? Mit dem Flugzeug. Also du fliegst tatsächlich von Kuala Lumpur dann, also wie so oft in gewissen Ländern landest du halt meistens in der Hauptstadt, von der die Regionalflüge dann abgehen. Ja. Und für die ist es ein relativ unspektakulärer Regionalflug, wie jede andere Ecke des Landes auch. Das Spektakuläre ist, dass du halt bei diesem Regionalflug sozusagen über Borneo fliegst. Und das ist halt, wie gesagt, die drittgrößte Insel der Welt. Und finde ich, also womit wir gleich beim Grund werden, warum ich da hingefahren bin, wirklich eine der, für mich war das so eine der letzten wilden Gegenden, die es so gibt. Es hat eine unglaublich große Fläche und es wurde zumindest komplett von Regenwald fast bedeckt, von Dschungel. Das nimmt natürlich ab, wie sich das gehört heutzutage, sagt man natürlich, also kommen wir vielleicht später nochmal kurz drauf, aber natürlich schrumpft diese Fläche, weil irgendwelche Idioten das da permanent abholzen und abbrennen, vielleicht auch, weil Idioten wie wir, inklusive mir, manchmal immer noch zu blöd sind, Sachen mit Palmöl zu kaufen. Also wir kaufen einfach manchmal Sachen, die befeuern, dass dort halt Sachen gerodet werden, die nie wieder so erwachsen können. Ich hau da mal ganz kurz rein, dass wir die, weil
um da nicht später nochmal draufkommen zu müssen, diese Palmöl-Nummer, ne? Das ist ja auch sowas, wo wir sagen, wenn man mal da ist und sieht diese Dschungel, und es ist gerade die Saison, jetzt September, Oktober ist gerade rum, die machen diese Brandrodung da, also große Firmen machen Brandrodung, illegale Brandrodung, und da werden halt dann, ne, auf diesen ganzen Dschungelflächen, auf diesen ganzen Dschungelflächen, schweres Wort für einen Pfälzer, werden dann halt Palmen angebaut, um dieses Palmöl zu erzeugen. Und weil das halt sehr, sehr günstig ist in der Produktion, steht das Zeug halt bei uns in der Drogerie. Und wenn man da mal sieht, und das wird Jochen euch gleich beschreiben, wenn man diesen Dschungel, diese Tiere da sieht, dieses Wildlife, diese Natur, kriegt man da wirklich ein Kloß im Hals, wenn man dann weiß, warum das passiert mit dieser Brandrodung. Und auch, es ist fast 2 Monate lang, ist in der Region so September, Oktober, dann bis Indonesien, Singapur rüber, hast du diesen Haze, heißt du, diesen Nebel, diese Rauchwolken, die von Borneo rüberkommen, von diesen illegalen Brandrodungen. Ja. Borneo hat mich aus den bereits genannten Gründen angeheizt, dahin zu fahren. Ich habe irgendwie eine Alternative in Südostasien gesucht und halt wirklich Wildnis, weil ich einfach, ich mag Natur, ich gucke mir gerne, also ich fahre gerne dahin, wo Tiere wohnen, die ich sehr mag. Ich mag Primaten. Wir lassen es einfach mal so stehen, Jochen. So Affen und so, das ist irgendwie schon schön, finde ich. Also es macht mich irgendwie glücklich. Und da gibt es Tiere. Und Borneo ist einer der 2 Orte auf dieser Welt, auf denen es Orang-Utans noch gibt. Bild? Mach mal. Ich hatte ein Bild. Wir haben ja nicht viele Bilder, weil wir das eigentlich podcastmäßig hier aufziehen. Aber ein Bild wollten wir nur doch noch zeigen. Jetzt geht aber ein Oh hier durch den Kleistsaal. Tiere. Ne? Nein, aber das sind Orang-Utans. Wir werfen gerade ein schönes Bild an von einer Orang-Utan-Mama mit ihrem kleinen Kind im Borneo-Dschungel. Du hast das Bild gemacht auch? Ja, ich habe das gemacht, ja. Also wohlgemerkt mit Teleobjektiv, ich stand da jetzt nicht direkt neben. So. Das sind entspannte Tiere, aber das hätten sie jetzt wahrscheinlich auch keinen Bock drauf gehabt. Auf Sumatra in Indonesien gibt es noch Orang-Utans und auf Borneo. Und das unter anderem war eine der Antriebs. Ich habe sehr naive Ansätze an Reisen oft. Also ich will irgendwas sehen und baue ich dann meine Reise auf und entdecke dann noch andere Sachen, die in dieser Ecke der Welt irgendwie auch interessant sind. In dem Fall war der Ansatz eigentlich eher die Orang-Utans. Du kommst an, also wenn du es machst wie ich, fliegst du an einen Ort namens Sandakan. Das ist im Bundesstaat Sabah. Es gibt 2 Bundesstaaten, im Malaysia Teil von Borneo und der im Osten heißt halt Sabah, das ist der kleinere. Und du fliegst da in die Stadt Sandakan, das ist eine kleine Stadt, und fährst von ungefähr 30 Minuten nur mit dem Taxi oder halt von mir aus ein paar Minuten mehr mit dem Public Bus nach Sepilok. Und Sepilok ist letztlich das, weshalb man da hinfährt. Da gibt es diverse Pennmöglichkeiten von feudal bis schlimm. Also man kann da wirklich auch billig pennen oder gut. Und in Sepilok, letztlich die Hauptanlaufstelle ist das Sepilok Orang-Utan Rehabilitation Center. So. Und da habe ich unter anderem den Orang-Utan, den wir gerade gesehen haben, gesehen. Und es ist ein super Beginn, bevor man da in die Wildnis Borneos entgleitet, weil dort, das ist kein Zoo, das ist nicht eingezäunt. Das ist einfach eine Stelle, an der eben traumatisierte Orang-Utans oder andere Affen wieder aufgepäppelt werden oder Orang-Utans, die einfach verletzt sind oder was auch immer und da halt gefüttert werden. Deshalb kommen die natürlich eine Zeit lang da mal hin, weil es irgendwie relativ einfach was zu essen gibt. Kein Zaun, wohlgemerkt. Und das kann man sich da angucken. Und deshalb kommt man den Tieren da relativ nah. Und das ist eigentlich sehr schön, weil es sich wie gesagt, nicht wie ein Zoo anfühlt. Du hast gerade so Einsteigerdschungel gesagt. Sepilok ist ein bisschen der Einstieg in Borneo vielleicht, weil es da auch diese Holzwege gibt, die manchmal über den Dschungel gebaut werden. So erst denkt man natürlich, verdammt, keine Realness, ich habe Flipflops an und trotzdem ist irgendwie hier ein Steg. Du wärst natürlich dann barfuß nebenher gelaufen wahrscheinlich. Ich bin über den Steg gegangen und mir sind einige Wesen entgegengekommen, nämlich nicht nur Orang-Utans, sondern auch andere Affen, die da wohnen. Und also Steg ist ja, um den Urwald zu schützen einfach. Genau, ja. Und den Weg, weil da auch Touristen, die dann eher Mainstream angelegt sind, einfach auch dann leichter zu diesen Tieren kommen oder zu der Futterstelle. Da laufen aber auch andere Affenarten, zum Beispiel lang Makaken zum Beispiel. Die sind zornig, ne? Ja, die sind besser gebaut und also sie sind muskulös, flink und wären in der Lage, dir einen schlechten Tag zu bereiten. Okay. Mein Guide, also du hast auf Borneo irgendwann einen Guide, wenn du wirklich in den Dschungel reingehst, weil du das aber nicht alleine kannst. Und ich war am ersten Tag, war ich alleine da, das kann man sich alleine angucken. Und am zweiten Tag, als ich diesen Guide getroffen habe, sind wir da halt nochmal hin. Und er meinte halt so, pass auf, eine Regel, wenn die dich angucken, ich kann das nicht, versuch das jetzt. Wenn die dich angucken, zucken die so mit den Augenbrauen so.
So, also ziehen die so hoch. Und was die da machen, ist sich so ein bisschen auschecken. Das heißt, mach das nicht zurück. Und guck denen nicht lange in die Augen, weil sonst gibt's halt Beef. Ne? So. Und ich natürlich völlig fertig. Geh den Weg drüber und jeder Affi so. Ne? Das heißt, du bist auch so durch den Dschungel gelaufen den ganzen Tag? Ja, nur über diesen Schräg. Okay. Und ich habe es überlebt, also ich bin hier. Was da aber auch natürlich sind diese Orang-Utans. Und die sitzen teilweise auch da auf dem Geländer dieses Stegs. Und einmal dieser Dicke, da war so ein dicker Orang-Utan, der so auch schon so über die Jahre gekommen war. Und das ist halt schön, weil die strahlen eine unglaubliche Ruhe aus. Manche sagen, sie sind faul. Sie sitzen einfach rum, haben relativ lange Arme und gucken so rum. Und er hat eine sehr freundliche Ausstrahlung. Wir haben uns dann auch länger in die Augen gesehen. Und, wie lange hast du da gesessen? Mit dem Dicken. Ich weiß nicht, ein paar Minuten oder so. Das ist schon schön, also so einem Tier so nah zu kommen und strahlt ja auch eine Weisheit aus. Und ich fühle mich ihm sehr nah. Ich weiß nicht, wie er das erlebt hat. Er hat sich da nie geäußert. Also ich habe auch meine E-Mail-Adresse dagelassen, aber irgendwie kommt da nichts. War für mich wohl wichtiger. Was auf Borneo krass ist, weil du auch schon über Klima sprachst, Borneo ist halt nochmal alles potenziert. Das heißt, du hast eine absolut abgefahrene Tierwelt. Du hast halt, also ich habe hier zum Beispiel drei Zahlen, nicht viele versprochen, 620 verschiedene exotische Vogelarten auf Borneo, 620. Unter anderem halt Nashornvögel, das sind so große Dinge, die haben so ganz große, markante Schnäbel, die eine ganz seltsame Form haben, da gibt es viele Arten von, die es nur da gibt. 220 verschiedene Säugetiere, also und Affen, also wirklich, also du hast, das ist kein Scheiß jetzt, ich habe da weiße Affen gesehen, rote Affen, schwarze Affen, Gibbons hörst du morgens so im Dschungel, so, also so schön, also auch wieder, wo wir bei Dschungelsounds sind. Du hast 15.000 Pflanzenarten, Alter. Das ist eine Menge Holz, da wächst die größte Pflanze der Welt. Wobei du mir gestern noch erzählt hast, es gibt auch, die gibt es wohl auch auf dem Festland, die heißt... Die Stinkpflanze? Ja, genau, Riesenrafflesie, bis zu einem Meter große Blüte als Durchmesser. Das Problem ist halt, das ist ein Vollschmarotzer und ahmt Aas nach, um Tiere anzulocken. Das heißt, das Teil stinkt wie Sau. Sie ist schön und groß und stinkt wie Sau. Also wir in Cameron Highlands gibt es die auch. Und das, du riechst auf einmal irgendwas, wo du weißt nicht, was es ist. Es ist nur sehr, sehr unangenehm. Und dann läufst du wirklich noch 20... Gunther. Hey. Hey. Oh, gerade sind Bilder im Kopf aufgegangen, Schneide die ich nicht raus sehen wollte. Ja. Apropos Schubladen, die wir rausschneiden. Nein, und du läufst dann wirklich noch 20 Minuten diesem Geruch nach, der immer intensiver wird. Und diese Pflanze ist wirklich wunderschön, aber sie stinkt halt bestialisch. Ja. Und sie macht ihren Job. Ja, und der funktioniert. Riesige Schmetterlinge, Lila, große Libellen, giftgrüne Schlangen, andere farbige Schlangen, Echsen, riesige Ameisen. Alles ist größer, bizarrer. Also es ist wirklich abgefahrenes Naturerlebnis. Nicht der Preis, den man zahlt, aber was da auch zugehört, ist, dass das Klima noch mal krasser ist. Also du hast halt wirklich extreme Luftfeuchtigkeit, es ist extrem heiß. Also ich habe das noch nie so erlebt wie da. Der Regenguss in der ersten Nacht auf meiner Höhle war unfassbar. Es war echt so unglaublich laut und so doll. Weil die Regentropfen auch, die sind groß wie Fäuste. Ja, als wenn einer einen Eimer auskippt. Ja. Also es ist wirklich alles irgendwie extremer. Und du bist dann auch ich... Muss zugeben, habe mir dann natürlich auch so ein bisschen equipped. So. Also man soll sich so Leech-Socks kaufen für so Blutekel, so Socken, die so ganz fein gewebt, die gehen so bis zum Knie, dass man halt, dass die sich da nicht so reinbeißen oder so. Und du hast dann halt auch mal, du hast anderes Moskitomittel, also nicht Autan lachen die da drüber, du hast dann so härteren Shit. Also dieses Diet-Zeug. Diet. Ja, ne? So wie dein Name. Vom Militär entwickelt. Genau. Toll für die Haut. Ja. Du verlierst die ersten Schichten deiner Haut relativ schnell. Es ist wie ein sanftes Peeling. Es ist wie ein Peeling. Aber es schützt vor Insekten. Aber das musst du schon am Start haben. Der Lohn ist, wie gesagt, groß. Von Sepilok kannst du zum Beispiel, zwei Stationen will ich noch nennen, in den China-Batangan-Fluss reisen. Dass du fährst praktisch von Sepilok, das ist relativ nah am Wasser, fährst du mit dem Bus, steigst dann in ein Boot und fährst vom Meer aus in so einen riesen Fluss rein. Und ich nenne ihn immer so den Amazonas Borneos, weil es einfach dieses Abbild eines wilden Flusses im Dschungel ist. Und fährst da rein und hast so 2-3 Tage, die so landeinwärts im Boot reist. Und das ist toll. Das ist wirklich schön, weil du da auch aus der Ferne dann das erste Mal wirklich auch wilde Orang-Utan siehst, was ich irgendwie, die waren dann nicht ganz so nah, aber es war schon irgendwie krass so, also die halt wirklich zu sehen, da wo sie wohnen. Und
Irgendwie ist es sehr belohnt, zumindest ein Grund, warum ich öfter mal unterwegs bin. Und was du vor allem an diesen 2-3 Tagen machst, ist am Sonnenaufgang und Sonnenuntergang halt mit einem kleinen Boot dann in die Seitenarme reinzufahren. Und gerade zum Sonnenauf- und Untergang finden sich die Tiere da zum Schlafen bzw. Aufstehen und vor allen Dingen halt Essen. Und du fährst, schipperst dann so ganz leise, manchmal auch einfach dann nur noch mit dem Ruder da durch und siehst halt wirklich, wie sich die tummeln, alle die ganzen Tiere da. Oder das ist einfach schön. Und ein Tier gibt es nur da, das ich da auch gesehen habe, was ich auch auf einem Foto mitgebracht habe. Oh, Foto ist mein Stichwort. Ja. Ich habe diese ganze Präsentation hier. Ja, du hast das gut im Griff. Ich mache den Pfeil mal wieder weg. Ja. Der Pfeil, ne? Ich bin so scheiße an diesem Ding. Ja, ich meine, seit einer Woche sind wir unterwegs. Du kriegst diesen... Nein, ich krieg's nicht hin. Pass auf, sehr professionell. Da ist er! Ja. Wir sehen für die Leute da draußen, haben wir ein Bild an die Wand geworfen von einem Tier, das sich Nasenaffe nennt. Ich habe noch ein Bild, das finde ich noch cooler, pass auf. Ja. Schwierig. Also, ist der Typ cool oder ist der Typ cool? Ist der derbste Motherfucker, oder? Ja. Es ist halt, Nasenaffen gibt es nur da. Nasenaffen sind relativ groß, also halt so 70, 75 Zentimeter können die werden. Sie haben von Geburt an haben sie einen relativ dicken Bauch oder kriegen den irgendwann relativ schnell, weil sie halt mehrere Mägen haben. So sind die einfach aufgebaut. Für die vierte Mahlzeit. Ja, die trinken immer Tee in den Cameron Highlands und kommen dann irgendwann nach Borneo mit dem Heli. Ne? Ja, Heli. Ja. Dicker Bauch und sie haben letztlich haben sie einfach einen Pimmel im Gesicht. Also, hast du Pimmel gesagt? Sie heißen Nasenaffen, aber letztlich, ich meine, so, also weiß ich, wenn du irgendwie aufwachst so nach der Geburt und denkst so, Alter, ich habe irgendwie eine ziemliche Schürze, so, also ich bin ein bisschen besser beleibt so. Aber vor allen Dingen, was ist das in meinem Gesicht? aber ich glaube, er kommt damit ganz gut klar. Er zeigt seine Körperhaltung. Ja. Er cornert so ein bisschen Eckensteher. Er sieht halt aus, als hätte er irgendwie den ganzen Kofferraum voller verbotener Substanzen oder so. Oder würde halt auf irgendjemanden warten, der einfach ein schlimmer Typ im Rockerclub ist oder so. Und das alles, obwohl er halt Pimmel im Gesicht hat. Also ist schon stark. Wie nah bist du denen gekommen? Also, ja, das ist jetzt schon auch mit Teleobjektiv, aber das ist nicht so weit weg. Also man muss sich halt ruhig verhalten und wenn die dann irgendwann schnallen, so dass man ja auch gar nichts will und natürlich auch, wenn man im Boot aufstehen würde, sofort ins Wasser fallen würde, auch gar nichts machen kann. Man ist ja komplett harmlos und überhaupt nicht eingestellt auf diese Natur. Dann sind die schon entspannt. So. Die sind halt groß, das heißt, die sitzen jetzt nicht auf den dünnsten Zweigen am Ufer, da sitzen eher kleinere Affen, aber man sieht sie. Und das ist schön. Sie schreien auch. Also es ist auch komisch. Also wenn du so, also mit dem Style dann auch noch so rumzuschreien. Ist das dann so ein hoher Schrei? Stell ich mir vor, ist so hoch und durchdringend. Ich habe die noch nie echt gesehen. Also, was? Also es hat eher so was eine Urgewalt. Okay. Würde ich sagen, ja, aber er ist auch so ein Typ, der so macht. Ja, was Animalisches, ne? Ja. Ach. Ja. Na gut. Gut, wie dem auch sei. Ja, Nasenaffe. Hashtag Pimmelaffe. Genau. Und was, wie hast du gelernt? Ja. Was noch, wenn man das noch potenzieren will oder halt, für mich das tollste Dschungelerlebnis war, glaube ich, Borneo gehört da definitiv zu. Und eine Stelle in Borneo, das heißt Danum Valley. Und das ist dann wirklich sehr tief im Regenwald drin. Und bizarrerweise steht da ein Hotel. Und das ist jetzt kein Ibis oder so, sondern das ist also ein nachhaltiger kann man ein Hotel nicht bauen. Die haben sogar, also das Klima ist extrem und die haben es so gebaut, dass allein durch die Architektur du keine Air-Conditioning-Klimaanlage brauchst. Und nur durch die Architektur weht dir einfach immer ein frischer Wind ins Gesicht. Das ist absolut erstaunlich. Und es ist ein wunderschönes Hotel, man kann grandios essen. Und man kann da so 1-2 Tage verbringen und das Abgefahrene ist, dass dieses Hotel einfach, ich habe nicht gesagt, wie es heißt Borneo Rainforest Lodge. Ist übrigens so geil, dass selbst, wie heißen die, irgendwelche Royals, William und Kate, da auch schon mal abgestiegen sind. Das sind England. Waity Katie da. Ja, also, das ist jetzt absolut nicht mein Fachgebiet. Ja, also irgendwie Royals hängen da ab und ich. Und solange Andrew nicht kommt, ist alles gut. Ja.
Prince Andrew, den gibt es auch, ne? Ja, ja, der ist gerade nicht, dem geht es gerade nicht so gut, weil er ist auch, glaube ich, nicht so ein netter Typ. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. Okay. Ja, bin ich auch nicht so drin. Ja. Auf jeden Fall, was du da machen kannst, du wohnst halt direkt im Dschungel, kannst es dir gut gehen lassen, aber du hast halt den Obersound des Dschungels, wohnst halt auch am Danum-Fluss. Und du kannst jederzeit raus in den Dschungel gehen und dir den angucken. Das heißt, du bist mitten im spannendsten Dschungel, den ich so kenne. Und kannst, das sind Guides, die warten auf dich sozusagen, die wohnen da, das sind Locals, die da wohnen. Und beziehungsweise die arbeiten da, die wohnen ein bisschen weiter außerhalb. Und mit denen kannst du in den Dschungel reingehen und kannst Walking-Safaris machen. Das heißt, wir haben dann mal einen Orang-Utan beobachtet, einen halben Tag lang. Oder du gehst nachts raus und guckst dir diese Nachttierwelt an, die ist ja total abgefahren. Da gibt es so ein Ding, das heißt Kobold-Maki. Das ist, wie heißt das? Kobold-Maki. Das ist so ein kleines Ding, das sieht so aus wie so ein Miniatur- Koala, also so graues Fell und krallen sich so an Bäumen fest, haben so riesige Augen. Das versendet manchmal so Kiffer als GIFs. So, wenn du irgendwie so, wenn du irgendwie so ein Ding, weißt du, so, gehen die Augen so auf. Und die haben natürlich so große Augen, weil die nur im Dunkeln was sehen müssen. Also abgefahren. Und das hörte gar nicht mehr auf. Also es ist unerschöpflich, diese Natur da. Und das war toll. Borneo ist aber auch, man kann auch Strand machen auf Borneo, es ist nicht nur Dschungel. Und das ist der Punkt. Ich hatte diesen naiven Ansatz mit den Orang-Utans und hatte natürlich dann irgendwann viel mehr und schwärmen da ja vielleicht auch noch von, wie man so ein bisschen merkt. Ich finde es wirklich eine wunderschöne Ecke. Und das abgefahren ist, irgendwann am Ende dachte ich so, jo, Strand, vielleicht ist ja auch noch Strand. Ist Strand, das ist relativ nah an den Philippinen. Das war mir theoretisch bewusst, ich habe da nie so drüber nachgedacht. Und davor ist das vor Borneo, vor Sabah gelandet, also relativ nah. Du kommst da hin, an einem Tag könntest du da hinreisen, also an die Küste fahren und da mit dem Boot rüber, ist das Semporna-Archipel. Semporna-Archipel. Und das ist, ich nenne es mal die kleinen Malediven, weil es einfach so schön ist. Es ist das volle Klischee der Palme, des Strandes, des türkisen Wassers. Da gibt es ein Tauchgebiet, das heißt Sipadan. Ich weiß nicht, ich bin jetzt kein Profitaucher, aber da geht fischmäßig halt alles. Da kannst du aber als Amateurtaucher jetzt auch nicht einen Tauchkurs machen, so, weil es einfach ein bisschen härter ist wohl wegen der Strömung, aber wirklich so dann halt Barracudas und die großen Fische. Du kannst aber auch vom Strand aus halt schnorcheln und hast halt diese ganze tropische Fischwelt um dich rum. Ich habe ja so ein Fischbild von dir bekommen. Genau, das letzte Bild letztlich. Ja. Das sind diese Feuerfische, die auch so ein Traum waren, dass ich die mal so sehe. Aber da, mit denen geht man jetzt nicht schwimmen, ne? Ja, du schwimmst, die schwimmen schon an dir vorbei, also du sollst jetzt nicht irgendwie abschlagen mit. Ja, ja, das meinte ich, ja. Also das ist so, da nicht hinschauen. Schnorcheln mit Feuerfisch. Ja, oder ein einmal. Hand in Hand oder so, nicht so schlau. Aber wunderschön, ne? Ja, und du kannst da halt vom Strand dann so reingleiten. Und das, ich glaube, das ist, die Insel ist jetzt als Tipp in dem Sinne nicht mehr aktuell, weil es war Pom Pom Island hieß die Insel, es war eine der Inseln da, sondern vielleicht eher als reisephilosophische Geschichte. Ich wollte Orang-Utans sehen, ich habe mir da einen Trip drumherum gebaut. Hab gemerkt, da ist Strand und hab dann halt relativ spontan geguckt, was gibt's da so? Und das war halt ein Hotel im Aufbau auf dieser Insel, Pom Pom Island. Das würde ich mir jetzt nicht mehr leisten können. Das ist wahrscheinlich so ein Exklusivresort, wo dann halt Prinz Kate, irgendwie die da halt dann irgendwie halt immer Kate, Kate, Prinz Kate, Scones essen und dann irgendwie, weiß ich nicht. Das wäre jetzt, also das ist jetzt nicht so in meiner Zielgruppe so drin, sag ich mal, finanziell. Aber wenn du sowas im Aufbau findest, dann kannst du da mal wohnen. Dann wird er vielleicht nochmal gesägt nebenan, aber nicht lange. Oder es funktioniert nicht alles perfekt und das Personal lernt noch scheiß der Hund drauf. Du bist halt einfach am wunderschönsten Ort der Erde und kannst es halt dir dann irgendwie, kannst dir das dann in dem Moment leisten, weil du spontan handelst und weil du Chancen wahrnimmst, die sich ergeben, die du vielleicht vorher gar nicht weißt. Und das war so das, was ich auch so da wieder empfehle, also was so ein bisschen sonst zu der Grundaussage hinleitet, vielleicht vom Anfangsteil, ist einfach nur dieses, lasst es auf euch zukommen. Also natürlich informiert euch über die Länder, in die ihr fahrt, jetzt nicht total blind irgendwo hinreisen. Aber es gibt, wenn man flexible Zeit lässt, dann passieren meistens gute Dinge. Meistens nicht mal die, die man geplant hat. Also es wird vielleicht was anderes sein. Träumt nicht zu fest von konkreten Sachen. Aber es wird was Schönes passieren, meistens. Ja, und es wird auch nicht jeder krank, Jochen. Ne? Nee. Oder es passiert. Ne? Und Malaysia ist einfach ein Land, wie wir es am Anfang gesagt haben, du hast diesen Einstieg nach Asien in so eine neue, vielleicht manchmal so fremde Welt und es bietet halt die Chance zu entdecken, einfach drauf loszureisen, wenn man jetzt nicht zu, es gibt so ein, zwei Hauptreisezeiten, wo natürlich da auch viel los ist, aber wenn man die Chance hat, dorthin zu fahren, man, ne, mal für die erste, zweite, dritte Nacht macht man sich mal ein Hotel klar, vielleicht Kuala Lumpur oder Singapur, so kann man ja auch rein, und kommt mal da an und dann kann man da einfach mal drauf los.
ne, weil die Infrastruktur stimmt, mit Zug, Bus, Bahn oder halt ganz mutig mit dem Auto. Und dann entdeckt man Ecken in Malaysia, und das ist wie auch in Thailand, es gibt immer noch Ecken, die jetzt noch nicht so überlaufen sind, die man wirklich noch entdecken kann, wo man so ein bisschen sich so einfühlen kann in dieses vielfältige Land, in dieses muslimische Land, was so ein, die ihre Religion auch ganz anders leben, als wie man es aus Europa kennt. Und man hat dieses Mischmasch an Kulturen und Religionen, und deshalb finden wir, jetzt spreche ich mal für uns, ist einfach ein ganz, ganz tolles Reiseland, was man vielleicht nicht immer so auf dem Schirm hat, vor allem nicht als Abenteuerland, weil es halt dieses Pauschalding gibt für Malaysia. Aber es ist ein fantastisches Land, um Abenteuer zu erleben, und aber nicht verloren zu gehen. Danke. Das war unser Dankeschön, Dankeschön. Danke. Dankeschön. Das war unser Live-Podcast aus der Orania in Berlin. Vielen Dank. Für uns war das jetzt sehr schön. Wir hatten Spaß, war trotzdem aufregend. Und sind immer noch. Ja, er zeigt das ja nicht. Ich kann das lesen. Ich versuche das immer so, euch so ein bisschen zu übersetzen. Du bist der Vermittler, ne? Ja. Moderator. Der Vermittler. Das zweite Buch schon. Ja, toll. Ja, es war, es war wirklich schön. Es, ja. Es ist seltsam und es ist tatsächlich aufregend. Aber wir möchten euch wirklich danken, dass ihr hier wart. Das bedeutet uns relativ viel. Und wir sind wirklich froh, das erlebt zu haben, muss ich wirklich sagen. Dass ich auch freiwillig zugehört habe. Das ist wirklich, verdammt, das mach du das. Nein, das ist so toll. Ich meine das ernst. Applaus für Jochen Schliemann. Ja, es gibt gar nicht mehr viel zu sagen. Vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Und wir sind auch gleich noch ein bisschen draußen. Ich weiß nicht, ob das Ding da vorne noch offen hat, und trinkt noch ein Bier, wer noch ein bisschen quatschen möchte. Wir rennen nicht weg. Habt einen schönen Abend, und vielleicht sehen wir uns irgendwann wieder in Berlin. Vielen, vielen Dank, und vielen Dank fürs Hören und für die ganzen Mails und die Bilder, die ihr schickt von Reisen. Das bedeutet uns sehr viel. Vielen Dank. Macht's gut. Tschüss. So Leute, das war's. Danke fürs Zuhören. Es war eine wundervolle Folge, das live für euch aufzuführen. Malaysia, ich habe jetzt schon wieder Bock, wenn ich das gehört habe. Mhm. Kurz nochmal zur Info. Am 26.02. gibt es die nächste Reisen-Reisen-Live-Show. Diesmal einmalig in Köln. Wir basteln eine Natur eher so Richtung zweite Jahreshälfte, aber am 26.02. am Aschermittwoch Reisen-Reisen und Jürgen Domian live in der Kulturkirche in Köln zum Thema Lappland, alleine Reisen, Spiritualität, Zen und so weiter. Einmal reisen und zurück. Einmal alles, bitte. Machen wir. Und die Tickets gibt es ab jetzt bei allen bekannten Vorverkaufsstellen. Ist vielleicht ja auch ein schönes Weihnachtsgeschenk. Ne? Ehrlich gesagt, glaube ich tatsächlich schon. Ja, weil es auch dann am 26. Februar 2020 besinnlich wird. Auf eine ganz andere Art, aber es wird auch sehr, sehr lustig. Auf der Tour haben wir alle viel gelacht, und wir freuen uns, wenn ihr dann auch in Köln vielleicht dabei seid oder später dann auf der 2020-Tour. Ihr Lieben, macht es gut, vielen Dank fürs Zuhören, und bis bald wieder mit einer regulären Folge, mit dem regulären Podcast von Reisen, Reisen mit dem Jochen. Und wer bin ich nochmal? Michi. Ach, das bin ich. Adios und gute Reise. Reisen, Reisen. Der Podcast mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.